Hier, deswegen sind wir hier. Was möchten Sie essen? Mit Halloumi, Falafel, Mix, sowas. Was möchten Sie? Ja, ich, ja. Zweimal? Zweimal, ja. Okay. Ja, super. Danke. Ja, das haben wir. Danke. Geil. Das ist auch Leute. Geil, aber. Oh, Alter, was geht ab, Leute, Hongi? Heute wollten wir was Neues ausprobieren. Wir können nicht jedes Mal Döner probieren. Und bevor wir überhaupt reingegangen sind, hat uns der Besitzer schon angesprochen. Jungs, kommt rein, macht Werbung für uns und so. Ja, Mann. Also geht aufs Haus. Saftig. Sprachlos. Genauso muss es sein. Ja. Genauso muss es sein. Beste Falafel in München, wird uns hier gesagt. Ja, aber wir testen es. Ja, deswegen sind wir hier. Wir essen nur die besten Sachen. Und wir probieren Name, alles oder? Hier. Sam's Falafel. Sam's Falafel. Boah, da ist auch schon ein bisschen was zu tun, oder? Ja, ja, Bude ist voll. Wow. Das läuft schon. Das schaut gut aus. Das wird saftig, Leute. Das wird super saftig, oder? Super saftig. Super mega saftig, Alter. Ja, aber ich frag trotzdem, wie kann zahlen, weil. Also. Er muss ja nichts umsonst geben, aber wäre schon geil. Wirklich? Vielen Dank, ja? Das ist der Besitzer. Ja, Mann. Sam, top 2, Mann. Schöner Laden. Wir testen und. Vielen Dank. Witzrasten, Alter. Ohne Witz, Mann. Okay, Tati am. Ausflippen. Es geht um Service, ja, Mann. Und Freundlichkeit und der war natürlich wieder und jetzt nicht nur, weil wir umsonst bekommen, ja, haben, sondern auch einfach so super freundlich im Gegensatz zu Wolfgangshausen. Ja, ich muss echt noch daran zurückdrängen, Mann, weil ich hab da, ey, aber ist auch wurscht, aber der Typ war echt mega geil, ja, und das ist das, um was es eigentlich geht, ja. Der Leute, er sieht, was abgeht, ja, es ist Werbung für ihn, es ist kostenlose Werbung, das kostet nichts. Geil. So, gönnen wir uns doch heute. Das ist so krass. Mhm. Oh. Richtig gut gefüllt. Mhm. Richtig gut gefüllt. Für Vegetarier mega, wirklich. Er hat jetzt kein Fleisch, gar nichts, nur vegetarisch. Falafel, Halloumi-Käse, schöne, ja, Soßen. Sehr gut. Hausgemachte Falafel, selbstgemachte Falafel. Ja? Nicht diesen Rotz, den man da kaufen kann. Ja? Wenn man schon was Vegetarisches verkauft, macht man selber. Ja. Oh ja. Und wenn Tomaten, dann Kirschtomaten. Die schmecken ganz anders. Der hat es echt richtig. Und es ist. Mhm. Schmecken ganz anders, die Tomaten. Da hat er noch Gemüse reingemacht. Das ist gepickelt. Also, das heißt, so in Säure eingelegtes Gemüse. Das gibt echt Geschmack. Richtig lecker. Das hier. Oh ja, ja, was war das? Das habe ich mich auch gefragt. Das ist, musst du mal extra probieren, das ist so sauber eingelegtes Gemüse. Alter, geil. Das ist so jüdische oder beziehungsweise arabische Küche. Und sowas. Das ist geil. Mit Rucola, ja, macht es genau richtig. Diese scharfe Soße, ist die nur eine scharfe Soße? Das ist eine Chili-Paste mit verschiedenen Gewürzen. Es ist scharf, aber schmeckt lecker. Also es ist eine leckere, scharfe Soße. Also wir machen in Tunesien zum Beispiel eine Harissa. Das ist auch so lecker. Also Chili getrocknet mit ein paar Gewürzen, Olivenöl. Und es war genauso.
Sehr geil. Schon echt. Bin zu positiv überrascht von dem hier. Der Besitzer hat uns von seinem persönlichen Schicksalsschlag erzählt, berichtet. Aber es muss weitergehen und hoffentlich geht es gut weiterführen. Ja. Vor allem damit. Was hätte das normal gekostet? Hast du darauf geachtet? Es gibt verschiedene. Okay. Er hat drei Größen. Mhm. Er hat für 4 Euro, ich glaube, normal. Dann gibt es groß für 5 Euro. Und es gibt XXL für 6 Euro. Okay. Wahrscheinlich die Größe des Fladenbrotes. Und hat wahrscheinlich auch die Menge, die reinkommt. Aber für maximal 6 Euro, ein großes Ding. Ich glaube, wir haben groß. Oder das ist XXL, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung. Aber das ist wirklich echt krass gefüllt. Ja. Verschiedene Geschmäcker drin. Wahnsinn. So lässt es sich schon ohne Fleisch leben. Ja, Mann. Und man kann es gut essen. Ist gut eingepackt. Es ist nicht kalt, ja. Super saftig. Fazit-Time. Was hast du zu sagen? An alle Münchner, Alter, Brötchen aus, Vegetarier, wirklich, ja, wirklich sehr lecker. Er ist ganz einfach, er macht, glaube ich, nur Falafel und Halloumi, ja, mit vielen frischen Sachen dazu, so leckere Soßen. Gemütlich, frische Zutaten, alles gut. Preis-Leistung absolut gerechtfertigt. Freundlich. Ja, perfekt. Ja, Service. Passt alles. Brauche ich nichts dazu sagen, Mann. Ja. Also momentan auf unserer Suche jetzt, neu gestarteten Suche nach dem besten Falafel, momentan noch auf Platz 1. Absolut, Mann. Demnächst natürlich testen wir auch den schlechtesten in München. Das muss natürlich auch sein. Das wollt ihr natürlich sehen. Aber zum Glück hatten wir jetzt heute was Gutes, Saftiges. Das war's von uns heute. Ja, Mann. Gebt gerne ein Like, schaut dort vorbei. Folgt uns auf Instagram, Twitch, @supersaftig. Ansonsten sehen wir uns die Tage. Vergesst nicht, serious business.